Und damit begrüße ich euch herzlich willkommen zurück zu Chia. Und zwar sollen wir den Bohrer zerstören. Que ça ne marchera qu'avec des objets explosifs. Et demain, encore deux comme ça et ce sera de l'histoire ancienne. Hier an und gut bei Rücken. FACE. Geht das mit dem auch? Tatsache. Es geht auch. Also ihr könnt es anscheinend auch mit dem Benzinkanister da machen. Jetzt muss ich mal kurz das Tier abfüllen. Farm- und Stammeszeichen. Cool. Ich habe jetzt Benzin gerade noch gesehen. Jawohl.
F-A-C-E. F-A-C-E. Ach, hab noch Abklingzeit von 32 Sekunden. Der rein in den einmal nach da hinten, dass das an, dass das brennt. Und wo war das Teil gerade noch? Da ist es. Jawohl. Ja, da oben. Hat's ihn nicht getroffen. Es hat ihn nicht getroffen. Scheiße. Das ist natürlich eine Abklingzeit, ne? Springpflanze C B D G. C B D G. Mal zum Radio raus. Ich bitte. Schon gut, schon gut, schon gut, schon gut. Wow. Die Tier hat voll weggewandt. Dann die Kiste. So, wo sitzt jetzt bei der Pumpe? Thank you.
Und Feuer frei. Jetzt ist der zweite Bohrer. Hier da oben. Ist noch ein bisschen. Jawohl, es brennt fast. Ah, da ist der Bohrer. Okay. Hm? Da ist er. Jawohl. Da ist der Bohrer. Über uns ist noch links. Ah, da ist ja noch so ein... Wegkatapultiert. Da bin ich eine. Da oben ist ein Teil. F-A-C-E. Stoffhäubchen. Jetzt brennt. Oder? Ne, es brennt immer noch nicht. Dann beachtet. Jetzt brennt es fast. Continue, ça fonctionne. Ouais. Génial. Plus qu'une. Oh, das war versehentlich eine Heuschrecke. Entschuldigung. Noch ein. Das war's mit der Energie. Beau boulot, Chia. Ces foreuses vont être hors d'usage pour un moment. Plus de forage veut dire plus d'énergie. Et plus d'énergie veut dire que tu vas avoir accès à la cheminée numéro 1. Tu n'as plus qu'à la boucher. Alles klar. Und das machen wir dann in der nächsten Folge. Dann bedanke ich mich recht herzlich bei euch, dass ihr eingeschaltet habt und sage bis zum nächsten Mal bei Chia. Und dann geht's an der Stelle weiter. Bleibt dran, bleibt gespannt. Bis dahin, sag ich ciao, ciao und bis dann.